Wenn ich mir angucke, wie die Zulassungsbehörden das durchgewunken haben, wie massiv die Politik sich hier dahinter geklemmt hat, um die Menschen mehr oder weniger zu dieser Spitze zu zwingen, das ist Depopulation, nichts anderes. Diese Bevölkerungsreduktion war gewollt, die soll auch auf dieser Ebene durchaus weiter betrieben werden. Und was macht dich also da so sicher in dieser Annahme? Das eine ist die anhaltende Übersterblichkeit. Das andere ist dieser dramatische Geburtenrückgang. Firmen wie Pfizer, die haben in ihrer Firmenhistorie bereits im zweistelligen Bereich Milliardenstrafen bezahlt. Die Firma freut sich bester Gesundheit, die Aktionäre sind glücklich. Insofern dürfen wir getrost davon ausgehen, dass hier ein gewisses Risikobudget immer eingeplant wird. Die internationale Gemeinschaft hat das brav mitgetragen. Insofern besteht hier erstmal für die Hersteller finanziell kein großes Risiko. Diese gentherapeutische Spritze führt in unseren Zellkernen zu irreversiblen Veränderungen. Das sind auch Veränderungen, die auf die Folgegeneration vererbt werden können. Alles, was du jetzt gesagt hast, trifft dann auch zu auf diese kommenden Injektionen, die ja nur in diesem Stil durchgeführt werden sollen. Herzlich willkommen zum heutigen Interview. Mein Name ist Sören Schumann und ich interview heute Florian Schilling. Wir sprechen über ganz neue Erkenntnisse rund um die C-Thematik oder auch Spritzthematik, also Long-C oder auch Post-Vac, falls man das so hier auf YouTube aussprechen darf. Und der Florian beschäftigt sich ja seit einigen Jahren intensiv mit dieser Thematik, hat auch mehrere Bücher diesbezüglich geschrieben, also rund um das große ganze Thema, worum sich seit 3-4 Jahren vieles dreht. Er ist Heilpraktiker seit 2006 und international auch als Referent tätig. Und hat jetzt einige neue Erkenntnisse, die ich zum Beispiel auch überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Deswegen fand ich das sehr, sehr spannend. Und ja, Florian, was sollte man noch über dich wissen, bevor wir gleich in die Materie einsteigen? Nö, das passt eigentlich soweit. Also ich bin hauptberuflicher Ketzer seit vielen, vielen Jahren. Vielleicht Info, weil da mich nach Interviews immer wieder Anfragen erreichen. Ich praktiziere im Moment nicht, sondern arbeite hier rein im wissenschaftlichen Bereich. Insofern sei es mir nachgesehen, dass ich hier aktuell nicht in der Lage bin, einzelne Fälle zu betreuen. Ich versuche, die Informationen stattdessen so aufzubereiten, dass jeder damit arbeiten kann, aber ich kann jetzt hier nicht einzelne Fälle annehmen und mich darum kümmern. Okay. Du hast ja letztens ein sehr ausführliches Video mit Präsentation rausgebracht. Und da war so am Anfang, sagst du da direkt, bisher bist du hauptsächlich davon ausgegangen, dass das Leiden, was entsteht oder das, worunter die Leute leiden, nach dieser gentherapeutischen Injektion hauptsächlich, eventuell auch nach einer Infektion, kannst du ja gleich noch erläutern, dass es um dieses spezielle S-Protein geht. Also das ist, du sagst auch quasi Spartie. Und hast aber gesagt dann, dass du dich da, also dass es jetzt neue Erkenntnisse gibt oder dass es neue Informationen gibt, dass das nur ein Part des Ganzen ist und es noch einige weitere Faktoren gibt, die für ja, diese gesundheitlichen Probleme verantwortlich sein können und dass das auch jetzt eine ganz neue Dimension erreicht hat im Vergleich zu dem Gedanken oder zu der Annahme vorher, dass es nur diese Proteine betrifft, die man ja auch einigermaßen effektiv behandeln kann, wenn man da am Ball bleibt. Vielleicht kannst du uns da mal mitnehmen in deine neuesten Erkenntnisse. Ja, also zunächst mal, das sind nicht exklusiv meine Erkenntnisse, sondern ich habe in dem Video versucht, so die letzten Monate zusammenzufassen, was da in der Richtung einfach an wissenschaftlichen Erkenntnissen aufgelaufen ist. Das Video selber habe ich aus gutem Grund so betitelt, wie es jetzt geworden ist, biologische Kernschmelze. Ich finde den Begriff sehr passend, weil er einmal die Dimension der Problematik verdeutlicht. Es ist ein biologischer Super-GAU, vor dem wir hier stehen. Und zum anderen, weil er den Haupttatort gleich in den Mittelpunkt drückt, das ist der Zellkern. Zu deiner Frage, ob es hier Unterschiede gibt zwischen der Genspritze und der reinen Infektion, da gibt es erhebliche Unterschiede aus meiner Sicht.
Ich halte die Genspritze für unendlich viel gefährlicher als die Injektion aus unterschiedlichen Gründen. Da können wir heute ein bisschen drauf eingehen. In der Tat ist es so, dass ich bis vor einem halben Jahr der Meinung war, dass in beiden Fällen, egal ob jetzt Injektion oder Infektion, die wesentliche Problemebene die Anwesenheit von diesem S-Protein ist. Und dass in dem Maß, wie man dieses Protein los wird, die Probleme in den Griff zu bekommen sind. Durchaus auch nachhaltig, also im Sinne von vollständiger Gesundung. Jetzt, die letzten Monate haben aber gezeigt, dass es hier noch eine zweite Problemebene gibt, unter diesem S-Protein. Und die ist im Wesentlichen molekularbiologischer Natur. Das heißt, hier dreht es sich nicht so sehr um die reine Biochemie oder die Immunologie, sondern hier dreht es sich vor allem um Prozesse, die mit unserem Erbgut zusammenhängen, dass das Erbgut selber qualitativ verändert wird, dass die Regulation verändert wird, dass bestimmte Signalwege und Genpakete an- oder ausgeschalten werden. Das ist eine völlig andere Wirkungsebene. Und die war aus meiner Sicht bis vor einem halben Jahr so auch nicht deutlich erkennbar. Es gab schon Hinweise darauf, aber es sah nicht so aus, als ob das unser Hauptproblem wäre, sondern eher so, ja, da müssen wir mal gucken, was kommt, aber wir konzentrieren uns jetzt auf dieses S-Protein. Stimmt, und Inzwischen. du hast ja sogar in diesem Video von dir, in diesem Beitrag, hast du, glaube ich, auch eine Studie gezeigt. Ich glaube, an Mäusen war es, wo nach mehreren Generationen oder nach in der nächsten Generation auch noch in Bezug auf die Fortpflanzung quasi da also diese Sachen weitervererbt wurden. Richtig? Ja, also wir haben jetzt insgesamt folgende Situation. Diese gentherapeutische Spritze führt in unseren Zellkernen, also da, wo das menschliche Genom daheim ist, zu irreversiblen Veränderungen. Es ist schon mal sehr bedenklich für sich genommen, aber das sind auch Veränderungen, die auf die Folgegeneration vererbt werden können. Ja. Das heißt, die Probleme, die jetzt hier durch diese Injektion entstehen und entstanden sind, die werden wir unter Umständen bei der nächsten Generation in der einen oder anderen Form wieder beobachten können. Also diese genetische Information, die mit dieser Spritze verabreicht wird, die kann sich im Menschen dauerhaft festsetzen, sogar transgenerational. Und das ist natürlich eine völlig andere Qualität, wie jetzt akute oder mittelfristige Probleme durch dieses S-Protein. Und was macht dich also da so sicher in dieser Annahme? Einfach die Studien bei Tieren sozusagen, dass es dort schon gezeigt wurde? Ja, also ich schaue mir einerseits Befunde real-time an, ne? Also die praktischen Erfahrungen, die wir momentan so auf Bevölkerungsebene sammeln. Und hier sind zwei Dinge ganz prominent. Das eine ist die anhaltende Übersterblichkeit und das andere ist dieser dramatische Geburtenrückgang. Und insbesondere, wenn ich mir hier die Situation bei den Lebendgeburten angucke, da gibt es inzwischen diverse Untersuchungen dazu, dann stellen wir halt fest, dass die Babys von Müttern, die direkt vor oder während der Schwangerschaft diese Spritze erhalten haben, dass die erhebliche Probleme bekommen. Also erstens mal haben wir hier eine deutlich höhere Quote an Schwangerschaftsabbrüchen, also dass das Kind nicht erfolgreich ausgetragen werden kann. Wir haben auch die Situation, dass die Neugeborenen mit deutlich weniger und qualitativ deutlich minderwertigeren Stammzellen auf die Welt kommen. Und wir haben die Situation, dass, Was hat das für eine Folge, das, was du gerade angesprochen hast? ja, Weniger und. das müssen wir in Zukunft beobachten. Generell zu erwarten wäre, dass das Wachstum insgesamt verlangsamt ist, dass das Immunsystem langsamer entwickelt wird und dass beim Auftreten von Schäden, sei es jetzt durch eine Infektion, durch ein Trauma, was auch immer, die Reparaturprozesse nicht oder nur sehr verzögert laufen würden. Und mit Perspektive auf das weitere Leben von diesem Stammzellpool leben wir.
bis zu unserem Lebensende. Und je früher dieser Stammzellpool erschöpft ist, je früher die Stammzellen nicht mehr die Power haben, die sie benötigen, um unseren Organismus permanent zu regenerieren und am Laufen zu halten, desto früher gehen wir hier in Alterungs- und Degenerationsprozesse. Das heißt, bei solchen Kindern muss man rein wissenschaftlich jetzt von dem, was wir bislang über Stammzellen wissen, davon ausgehen, die werden schneller altern, die werden schneller krank werden und die werden, wenn sie irgendwelche Probleme bekommen, deutlich schlechter damit fertig werden. Und jetzt schaue ich mir das an, diese Geburtensituation, und überlege mir natürlich, wie kann das sein? Ja, also was sind hier mögliche Faktoren? Klar, das S-Protein muss man hier in die Rechnung mit einbeziehen, aber das erklärt diese Dinge nicht ausreichend. Und insbesondere, wenn die Probleme jetzt bei einer Folgegeneration auftreten, ist es natürlich logisch, dass man sich hier die genetische Ebene irgendwann anguckt. Und wenn man das in dem Fall macht und man wirft einen Blick auf die publizierten Daten, die wir haben, die sind in der Tat größtenteils aus Tiermodellen. Dann ist es zwar nicht der Evidenzgrad, den man sich jetzt unbedingt wünschen würde, ja, dass man sagt, wir haben hier 10.000 Menschen, insbesondere Schwangere oder Neugeborene, genetisch gescreent und uns das angeguckt, aber diese Tiermodelle stellen Mechanismen dar, die sehr gut zu diesem epidemiologischen Befund passen würden, die in sich sehr logisch sind und die diese Lücke an Erklärung schließen würden, die durch das S-Protein nicht geschlossen werden kann. Und jetzt für mich ist es jetzt halt so, ich habe einerseits den Befund aus den Echtzeitdaten, andererseits die Erkenntnisse aus Labor und Tiermodell, die da sehr, sehr gut dazu passen. Und das muss ich jetzt erstmal als hochgradigen Verdacht mindestens mal einstufen. Aus meiner Sicht müsste man eher hergehen und sagen, das ist jetzt unser Arbeitsmodell bis zum Beweis des Gegenteils. Aber ist ja auch nicht wirklich von Interesse, da jetzt intensiver nachzuforschen. Naja, für die Stellen, die dazu eigentlich berufen wären, natürlich nicht, weil das würde das ganze Kartenhaus im Sinne von safe and effective hier rapide zum Einsturz bringen. Das können wir uns natürlich nicht erlauben. Aber grundsätzlich jetzt so im Sinne Wohl der Menschheit gedacht, wäre das etwas, wo wir uns oberdringend dahinter klemmen müssten. Es wäre so aus deiner Sicht quasi jetzt eigentlich mit das wichtig, also die wichtigste Gesundheitsfrage, wo jetzt alle Kräfte eigentlich gebündelt werden müssten, dass das erforscht wird, was, also ob es wirklich so ist und wenn es so ist, ob es irgendwelche Lösungen gibt diesbezüglich. Ja, also dass es so ist, das steht für mich inzwischen fest, auch weil man bei Einzelnen die inzwischen diese Befunde erheben können. Also was uns fehlt, sind groß angelegte Studien auf Bevölkerungsebene. Aber im Einzelfall kann man diese Dinge inzwischen labortechnisch prüfen. Also wir können gucken, finden sich hier noch Genvektoren in einer Person, finden sich hier die entsprechenden Genabschnitte, sei es in Form von RNA, sei es in Form von DNA. Das sind zwar relativ aufwendige Untersuchungen im Vergleich zu einem herkömmlichen Labor, aber das ist technisch machbar. Das heißt, aus Einzelfällen haben wir diese Befunde bereits. Interessant wäre jetzt halt in der Fläche zu gucken, wie viele, die diese Spritze erhalten haben, sind hier in welchem Ausmaß betroffen. Welche Genomabschnitte sind hier bevorzugt betroffen? Was sind die häufigsten Effekte, die sich daraus ergeben? Und dann könnten wir Stück für Stück auch in eine gezielte Prävention gehen, den Leuten sagen, passt mal auf das und das auf. Wenn sich das und das Symptom einstellt, würden wir folgende Untersuchung empfehlen. Auch jetzt im Sinne der Vorsorge, wenn es jetzt um so Sachen geht wie zum Beispiel Turbokrebs, ja. Da ist Früherkennung beziehungsweise die Probleme bereits abräumen, bevor ein Tumor entsteht, so ziemlich das Einzige, was hier überhaupt eine Perspektive ermöglichen würde. Okay, also, da gibt es jetzt quasi besorgniserregende ja, Erkenntnisse, Informationen, Beobachtungen. Und jetzt wäre es aus meiner Sicht sinnvoll, da noch tiefer einzutauchen, um die Mechanismen noch zumindest, sagen wir mal,
grundlegend, so dass auch für den Laien verständlich ist, zu erklären. Ja, also ein ganz wichtiger Punkt, den man gleich am Anfang verstanden haben muss, das ist das Problem der Herstellungsverfahren bei diesen Genspritzen. Für die Zulassungsstudien wurde hier ein steriles Verfahren eingesetzt. Das heißt, das RNA-Material wurde auf Basis einer PCR-Vervielfältigung gewonnen. So. Für den Rollout, also für die Massenproduktion, für die Bevölkerung hat man ein völlig anderes Verfahren eingesetzt. Man hat hier das Erbgut erstmal mittels Bakterien vervielfältigt. Ja. Und da kommt ein bestimmter Vektor zum Einsatz. Dieser Vektor wird in die Bakterien eingeführt und veranlasst die dann dazu, das gewünschte Genom in hoher Anzahl zu bauen. Diese Vektoren, das sind die sogenannten Plasmide. Und auf dem Papier ist der Plan folgender: Wir haben dieses nicht sterile Herstellungsverfahren mittels Bakterien. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt werden die Bakterien getötet und das gewünschte Genommaterial aus der verbleibenden Soße extrahiert, sodass wir wieder steriles Material haben, das wir in die Ampulle packen können. Soweit der Plan. Und das hat so überhaupt nicht funktioniert. Also wir wissen aus Messungen, die sowohl in Deutschland als auch in den USA vorgenommen wurden. Federführend ist hier der McKernan, hat auch einen sehr guten Blog auf Substack. Man hat hier mal reingemessen, ob und in welchem Umfang sich DNA in diesen Genspritzen findet. Und die Ergebnisse waren einigermaßen schockierend. Das sind je nach Charge bis zu 30% des gesamten Massenanteils an Genmaterial, die hier gar nicht aus RNA, sondern aus DNA bestehen. Das heißt, hier wurden diese bakteriellen Vektoren nicht erfolgreich aus dieser Rohmasse entfernt. Die Spritzen sind also hochgradig mit dieser DNA kontaminiert. Also das war nicht so geplant sozusagen. Habe ich es richtig verstanden? Da kann man sich jetzt drüber streiten. Also aus meiner Sicht ist es so, dieser enorme Umfang, in dem wir diese Kontamination finden. Wir reden hier nicht von Spuren. Wir reden nicht davon, dass hier ausnahmsweise einzelne Chargen betroffen sind, sondern wir reden davon, dass hier ein enormer Anteil des Gesamtmaterials DNA ist und das in fast allen Chargen, die untersucht wurden. Das heißt, aus meiner Sicht können wir hier nicht mehr von Shit Happens reden, sondern hier muss man aus meiner Sicht Absicht unterstellen. Zumal auch im Vorfeld bekannt war, wie problematisch dieses Verfahren hier werden kann, wie problematisch diese DNA-Rückstände werden kann. Im Moderna-Patent zum Beispiel wird da spezifisch darauf hingewiesen, dass solche Rückstände potenziell krebsauslösend sind. Ja, also das war denen, die diese Spritzen konstruiert haben, absolut bewusst, mit welchen Risiken hier hantiert wird. Und dann hätte man in der Produktion eine entsprechende Qualitätskontrolle einsetzen müssen, um das zu verhindern. Das hat man explizit unterlassen. Und die Aufsichtsbehörden haben explizit nicht danach gefragt. Die Aufsichtsbehörden verlassen sich hier auch vollkommen auf die interne Qualitätsprüfung der Hersteller. Hier wird nicht selber reingeguckt, ja, sondern man ruft quasi bei Pfizer an und sagt, wie läuft es bei euch? Und wenn Pfizer sagt, gut, dann Bei sagt das Pfizer Paul läuft es Ehrlich. immer gut, muss man ja auch sagen. Ja, genau. Und dann sagt das Paul-Ehrlich-Institut, na, ist doch wunderbar, Qualitätskontrolle abgeschlossen. Ne? So, und in dieser Gemengelage, wie gesagt, kann man aus meiner Sicht nicht mehr von Shit Happens sprechen, sondern das ist gezielte Schädigung. Ja, und nochmal, um das klarzustellen, dass diese, sage ich mal, dieses Vorgehen oder diese Technologie ist ja erst in der, deswegen bezeichnet man das auch als eher als Gentherapeutika und das hätte gar nicht die Bezeichnung, sage ich mal, Spritze zum Infektionsschutz verdient. Und das ist ja erst das, was quasi seit 3, 4 Jahren dann großflächig verteilt wurde und vorher gab es sowas zumindest noch nicht. Dass das halt unter die Menschen gegeben wurde. Ich gehe davon aus, dass es vorher schon viele Versuche in die Richtung gab, aber es war halt nicht, noch nicht im großen Stil im Einsatz. Ja, Richtig? Versuche gab es, die sind alle gescheitert. Genau.
Und in Zukunft soll alles so gemacht werden, oder? Sämtliche Spritzen sollen auf diese Art und Weise funktionieren. Auch korrekt? Ja, und jetzt muss man die Perspektive ein bisschen erweitern. Also es wird ja auch in der Öffentlichkeit immer mal wieder diskutiert, wie viel DNA-Rückstände sind denn jetzt da drin und ist es innerhalb von einem bestimmten Grenzwert ja oder nein? So eine Diskussion ist aus meiner Sicht kompletter Kokolores, weil es in dem Fall nicht nur darum geht, wie viel DNA-Rückstände haben wir hier drin, sondern wir müssen jetzt in Rechnung stellen, diese DNA ist ja nicht frei flottierend in dieser Kochsalzlösung, in dieser Ampulle, sondern diese DNA findet sich jetzt auch in den Lipid-Nanopartikeln. Das heißt, normalerweise, wenn ich externe DNA aufnehme, das tue ich ja bereits, wenn ich ein Schnitzel esse, ja, dann nehme ich auch DNA zu mir. Da sind tierische Zellen drin, die enthalten diese DNA, das ist aber keine Gentherapie. Wenn ich freie DNA zu mir nehme, wird die von meinem Körper entweder mittels Enzymen oder vom Immunsystem abgebaut. Ja, und es passiert nichts. Die kommt niemals im Leben in meinen Zellkern und kann niemals im Leben nicht mit meiner DNA interagieren. Jetzt haben wir hier aber nicht frei flottierende DNA in der Ampulle, sondern wir haben DNA, die in Nanopartikel verpackt ist. Und jetzt passiert was völlig anderes. Diese Nanopartikel schleusen diese DNA an meinen Abbauenzymen vorbei, an meinem Immunsystem vorbei, direkt in den Zellkern. Das heißt, unsere quasi Verteidigungs- oder Schutzlinie wird geschickt umgangen. Und die haben Komplett. keinerlei Zugriff sozusagen. Genau, also wir können uns das so ein bisschen vorstellen wie ein Stealth-Bomber. Ja, der läuft hier komplett unterm Radar und lädt hier seine kritische Fracht im Zellkern ab. Und dann passieren hier äußerst beunruhigende Dinge. Deswegen sprichst du ja auch von trojanischem Pferd, oder? Exakt. Weil es kommt ja dann, was könnte jetzt passieren? Jetzt nehmen wir mal an, diese DNA veranstaltet in meinem Zellkern irgendeinen Unfug. Muss uns jetzt gar nicht tangieren, welcher Unfug das ist, ob hier anhaltend S-Protein gebaut wird, Mutationen, epigenetische Veränderungen, alles wurscht. Wir blenden das mal aus. Diese externe DNA macht jetzt in meinem Zellkern Unfug. Dann würde normalerweise Folgendes passieren: Diese Zelle wird zunehmend auffällig. Ja? Und das wird natürlich von ihrer Umgebung beobachtet, insbesondere von unserem Immunsystem. Und normalerweise würde das Immunsystem jetzt hergehen und mit der Zelle ein kurzes Gespräch führen, so nach dem Motto: Was ist hier eigentlich los? Und kriegst du das irgendwie in den Griff? Ja oder nein? Und wenn die Zelle hier sich entweder dumm verhält oder sagt: Boah, nee, Leute, also ich bin mir nicht sicher, dass ich das in den Griff bekomme, wird das Immunsystem diese Zelle eliminieren, vorsichtshalber. Das Problem hier ist jetzt, dass diese Genspritze exakt die Teile des Immunsystems außer Gefecht setzt, die für diese Kontrolle zuständig werden. Das heißt, einerseits programmieren wir jetzt eine ganze Menge Zellen um, die dann vollkommen schräge Sachen machen, bis hin zur Entwicklung von bösartigen Tumoren. Und auf der anderen Seite eliminieren wir das Schutzsystem, das in der Lage wäre, das zu erkennen und dagegen einzuschreiten, indem wir das spezifische, insbesondere das zelluläre Immunsystem runterfahren. Auf vielen Ebenen, da spielen so Sachen wie IgG4-Antikörper eine Rolle, Hemmung von natürlichen Killerzellen, Runterfahren von Interferon Gamma, das ist eine Riesenpalette. Und dieser duale Effekt, Umgehung der kompletten Schutzmechanismen, Umprogrammierung der Zelle und Aushebelung der Schutzmechanismen, um das dann im Nachhinein noch zu erkennen und zu beheben, das ist mindestens mal ein trojanisches Pferd, ja. Ich sag mal, eins von beiden wäre schon schlimm oder ein großes Thema. Und halt beides wird es natürlich schwierig. Da ist es natürlich die Frage, also gehst du davon aus, dass sowas auch bewusst konstruiert werden kann, so ein Mechanismus? Also, dass der Hersteller auch quasi so rumprobieren und sowas in die Richtung auch forcieren, bewusst? Oder denkst du eher, es ist ein Zufall? Dass jetzt das so ist, wie es ist. Nein, das ist definitiv kein Zufall aus meiner Sicht. Also wir müssen uns klar machen, dass Firmen wie BioNTech jetzt zum Beispiel seit ihrer Gründung
an der Verwendung von Nanopartikeln zum Zwecke des Einbringens von Fremdgenom in Zielorganismen arbeiten. BioNTech wollte das ja eigentlich nutzen für Krebstherapien. Das hat in der Firmengeschichte nicht ein einziges Mal funktioniert. Und warum hat das nicht funktioniert? Problem Nummer eins, der Streueffekt. Das heißt, das Genmaterial wird nicht in spezifische Zielzellen eingebracht, sondern verteilt sich vogelwild überall im Körper. Das wussten die, deswegen haben sie bisher auch nicht ein einziges Medikament hier zugelassen bekommen. Und Problem Nummer zwei, die enorme Nebenwirkungsrate, die im Anschluss an so eine Therapie entsteht. Ja. So, und das war nicht nur BioNTech klar. Das ist im Prinzip allen Pharmafirmen klar, die an dieser Plattform gearbeitet haben. Und solange das Ganze als Gentherapie klassifiziert war, gab es auch keine Chancen, das in irgendeiner Form in die Fläche zu bringen. Es war auch extrem schwer, solche Plattformen hier zuzulassen, weil bei einer Gentherapie die Zulassungsvorschriften sehr, sehr streng sind. Hier müsste zum Beispiel auch untersucht werden, kommt es zu Genomveränderungen, kommt es zu nachhaltigen Veränderungen, betrifft es die nächste Generation und so weiter und so fort. In dem Moment, wo man das Ganze jetzt aber als Infektionsprävention deklariert hat, sind für die Zulassung wahnsinnig viele Vorschriften weggefallen. Das mussten die Firmen gar nicht mehr nachweisen, dass hier keine Risiken bestehen. Das heißt, die Firmen wussten, dass diese Risiken bestehen, haben dankbar diese Zulassungsvorschriften mitgenommen, die besagen, ihr müsst diese Risiken gar nicht angucken, haben explizit ein Herstellungsverfahren verwendet, das mit maximalen Risiken einhergeht und weigern sich jetzt hartnäckig, da drauf zu gucken. Und solange hier die Qualitätsprüfung bei den Herstellern liegt und wir bei den Gespritzten diese potenziellen Folgeerscheinungen nicht untersuchen, sprich, solange wir die zum Beispiel nicht sequenzieren, kommen wir hier natürlich keinen Schritt vorwärts. Und ich glaube, ein Problem generell ist auch, dass diese Firmen ja auch so Strafen oder Abmahnungen auch in finanzieller Sicht quasi mit einkalkulieren und die halt so riesige Gewinne machen, dass das sie überhaupt nicht trifft, oder? So habe ich jetzt schon häufiger gehört, dass wenn die da mal, ich weiß nicht, um welche Summen es da geht, ob das dann hunderte Millionen sind oder Milliarden an Strafe für, wenn da was nachgewiesen wird, aber das scheinen sie ja mit einzukalkulieren. Ja, davon müssen wir ausgehen. Also wenn wir uns anschauen, Firmen wie Pfizer, die haben in ihrer Firmenhistorie bereits im zweistelligen Bereich Milliardenstrafen bezahlt. Und die Firma freut sich bester Gesundheit, die Aktionäre sind glücklich. Insofern dürfen wir getrost davon ausgehen, dass hier ein gewisses Risikobudget immer eingeplant wird. Ja. Und in dem Fall haben wir ja auch die Situation, dass explizit eine Haftungsfreistellung erfolgt ist. Das wollten die Hersteller ja vor dem Rollout staatlicherseits versichert haben. Stimmt. Die internationale Gemeinschaft hat das brav mitgetragen. Insofern besteht hier erstmal für die Hersteller finanziell kein großes Risiko. Das Fiasko wäre ein ganz anderes. Also ist der Ruf erst ruiniert, ne? Punkt eins. Also die Firma wird nicht mehr wahnsinnig viel verkaufen in Zukunft, egal ob sie jetzt haftungstechnisch blechen muss oder nicht. Und Punkt zwei, die schöne Plattform wäre natürlich weg. Und man will in Zukunft hier noch sehr viel Geld verdienen. Man will hier noch sehr viel Genmaterial in sehr viele Menschen injizieren. Und das wäre dann natürlich auch vom Tisch. Und da gibt es von keiner Seite ernsthafte Bemühungen, die Dinge entsprechend auszuleuchten. Ich gehe inzwischen deutlich pessimistischer hier an die Sache dran. Wie gesagt, ich unterstelle hier Absicht, nicht Fahrlässigkeit. Und das nicht nur auf Ebene der Hersteller, sondern wenn ich mir angucke, wie die Zulassungsbehörden das durchgewunken haben, wie massiv die Politik sich hier dahinter geklemmt hat, um die Menschen mehr oder weniger zu dieser Spritze zu zwingen. Das ist Depopulation, nichts anderes. Ja. Und diese Bevölkerungsreduktion war gewollt, die soll auch auf dieser Ebene durchaus weiter betrieben werden. Und da wird man jetzt bestimmt nicht hergehen und sagen, mea culpa, das ist jetzt aber dumm gelaufen. Also das sehe ich nicht, von wem das in welcher Form auch immer kommen sollte. Und um das ganze Ausmaß zu verstehen, quasi alles, was du jetzt gesagt hast, trifft dann auch zu auf diese kommenden Injektionen, die ja nur in diesem Stil oder
so wie ich es verstanden habe, zumindest zum Großteil in diesem Stil durchgeführt oder mit der Technologie durchgeführt werden sollen. Also auch, dass dann gegen Masern und alle möglichen anderen Injektionen auch schon im Kleinkindalter, auch mit mehr oder weniger Zwang oder auch teilweise mit Pflicht, dass das auch quasi komplett in die gleiche Richtung geht. Und da muss man ja schauen, okay, wenn das dann ein kleines Kind schon 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich weiß nicht, wie die Zahl ist, von diesen Injektionen bekommt, basierend auf dieser Technologie, mit dieser Funktionsweise, die du jetzt ansatzweise erklärt hast, dann ja, kann man sich das noch gar nicht richtig ausmalen, das Ergebnis, oder? Ja, das ist hier ein gewollter evolutionsbiologischer Flaschenhals, so würde ich das inzwischen bezeichnen. Wir haben jetzt bei dieser C-Spritze ein doppeltes Problem. Problem Nummer eins ist die Plattform an sich. Die ist grundsätzlich in der Form, wie sie jetzt im Einsatz war, genomverändert. Egal, was dann da für ein Genom verabreicht wird, das ist einfach in sich im Befund. Wir bekommen hier Mutationen, wir bekommen epigenetische Veränderungen und wir bekommen das Ganze in welchem Prozentsatz auch immer transgenerational. So. Das zweite Problem ist hier spezifisch dieses Genom kodiert einerseits für das S-Protein. Das heißt, der menschliche Körper wird unter Umständen lebenslang gezwungen, dieses toxische Protein zu bauen. Was jetzt in einer Injektion gegen Masern drin wäre, ne, für welches Protein hier kodiert wird, das müsste man sich mal anschauen. Und ob das dann ähnlich toxisch ist wie das S-Protein, Ah, okay. ob das müsste man im Einzelfall prüfen. Ja. Ne? Also die akute Toxizität von einer RNA-Spritze gegen Masern, die könnte durchaus deutlich unter dem liegen, was wir jetzt bei der C-Spritze hatten. Aber diese langfristigen Veränderungen, die wären nach wie vor inklusive. Also selbst wenn wir jetzt mal hergehen und sagen, wir nehmen quasi Placebo-Nanopartikel, wir stecken in die Nanopartikel gar kein Genom rein, wir nehmen einfach leere Nanopartikel. Selbst dann wäre das eine hochproblematische Plattform. Selbst die leeren Nanopartikel sind akut bereits hochgefährlich im Sinne von Entzündungsschübe, Mikrogerinnsel, Amyloidbildung und so weiter. Das einfach nur die Nanopartikel an sich. Und das Zweite, was wir jetzt wissen, ist, diese Nanopartikel, selbst wenn sie leer sind, gehen in den Zellkern, heften sich an die DNA dort und verändern die DNA. Das sind sogenannte Lipid-Nanopartikel-Addukte. Ne? Also die verunreinigen unser Genom und führen da zum Beispiel zu Mutationen oder dass bestimmte Gene nicht mehr abgelesen werden können. Bedeutet, selbst wenn ich jetzt eine Placebo-Spritze in Anführungszeichen konstruiere, einfach nur mit Nanopartikel und sonst nichts drin, keine Gene für S-Protein oder für irgendein Masernvirusprotein, nichts, selbst dann könnte ich noch akut an Gerinnseln oder Herzinfarkt versterben. Selbst dann hätte ich langfristig Mutationen in meiner DNA und die könnte ich natürlich auch wieder an die nächste Generation weitergeben. Geht es dabei jetzt, du hast ja gerade generell von Nanopartikeln gesprochen, geht es dabei um sämtliche Partikel in dieser Größe oder ist es dann nochmal was Spezielleres, wenn das halt ins Blut, also direkt in den Körper injiziert wird? Weil zum Beispiel Nanoplastik oder irgendwo anders sind ja sicherlich auch Nanopartikel enthalten. Ja, also Vielleicht noch da eine Einordnung. ein wichtiger Punkt hier ist tatsächlich dieses Lipid-Nanopartikel. Genau, Lipid-Nanopartikel, ja. Ja. Die Lipidhülle ermöglicht diesen Nanopartikeln biologische Barrieren problemlos zu durchdringen. Ja, also die haben hier eine Durchdringungsfähigkeit, die kennen wir sonst von Röntgenstrahlen. Ja. Also nichts, was unser Körper an Barriere auffahren kann, kann Lipid-Nanopartikel tatsächlich aufhalten. Also die gehen, wohin sie wollen. Das könnte ein Nanopartikel ohne Lipidoberfläche in der Form nicht. Also wäre der wasserlöslich, wäre der hydrophil, hätte der eine andere Ladung,
dann könnte der bestimmte Barrieren nicht so durchdringen wie die Lipid-Nanopartikel. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich die Größe. Also wir bewegen uns hier bei den Nanopartikeln aus der Spritze in dem Bereich zwischen 50 bis 100 Nanometer etwa. Alles, was kleiner wäre, würde tendenziell noch besser überall hingehen. Alles, was größer wäre, täte sich mit bestimmten Barrieren zunehmend schwer. Also größere Nanopartikel zum Beispiel hätten erhebliche Probleme, durch die Poren unserer Zellkernmembran tatsächlich in den Zellkern einzudringen. Also da ist sowohl die äußere Ladung als auch die Fettlöslichkeit als auch die Größe ein Faktor, die darüber entscheiden, wie gut geht ein Nanopartikel dahin oder eben nicht. Und das, was wir jetzt haben mit den Lipid-Nanopartikeln aus der Zehspritze, das ist quasi in allen drei Bereichen der Maximalschadensfall. Die haben die völlig falsche Ladung im Sinne von Sicherheit. Die haben die völlig falsche Größe und sie sind lipophil. Das schlimmer hätte es nicht kommen können. Okay, noch was, was man zu diesem auch zu dieser transgenerationalen Thematik wissen sollte, wo du sagst, das sollten die Zuschauer noch wissen oder hören, bevor. Es gibt ja noch viele andere Effekte, zum Beispiel auf das Mikrobiom und so weiter und so fort. Da kann man ja noch drauf eingehen, aber hast du Ja, zu dem anderen Thema noch was, was relevant ist? also ich würde da vielleicht nochmal was zu diesem trojanischen Pferd sagen. Also es ist ja immer die Frage, in welche Zellen geht dieses Material rein? Grundsätzlich wissen wir aus Biodistributionsstudien in alle. Also es gibt kein bekanntes Gewebe, das vor diesen Nanopartikeln verschont wird. Und das Material kommt hier innerhalb von 6 bis 8 Stunden überall an, also von der Großzehe bis zum Großhirn. Jetzt muss man wissen, dass es sogenannte immunprivilegierte Zellen gibt. Das sind Zellen in unserem Körper, die das Immunsystem ganz grundsätzlich nicht angreifen darf. Also selbst wenn das Immunsystem sieht, dass so eine Zelle hier massiven Unfug treibt. Diese Zellen haben eine Geh aus dem Gefängniskarte dabei und das Immunsystem kann hier nichts machen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, was sind denn die immunprivilegierten Zellen? Das sind einmal die Zellen, die wir zur Fortpflanzung brauchen, also zum Beispiel Spermien, Eizellen. Das sind insgesamt unsere Stammzellen überall im Körper, ob das jetzt Stammzellen eines bestimmten Organs sind, ob das freie Stammzellen sind, unser Knochenmark ist völlig wurscht. Und das sind unsere Nervenzellen. Das heißt, geht das Material in diese Zellen rein und programmiert die um. Dann haben wir unabhängig vom Immunstatus im Prinzip von vornherein verloren. Ne? Und wenn man sich jetzt anguckt, welche Malignome, also welche Krebsarten zum Beispiel, nehmen denn jetzt die letzten 2 Jahre dramatisch zu, dann stellt man wenig überraschend fest, es sind Hirntumore, insbesondere Glioblastome, es sind Knochenmarks, Krebsvarianten, also insbesondere Leukämien und bestimmte Lymphome. Und es sind so Sachen wie Eierstockkrebs. Ne? So. Und das heißt, auch wenn ich einen guten Immunstatus habe, auch wenn ich keine immunologischen Probleme habe, Infektanfälligkeit zum Beispiel, reaktivierte Infekte und so weiter, dann heißt das nicht, dass ich vor diesen Dingen geschützt bin. Einfach weil das Immunsystem oder diese speziellen Immunzellen, die dafür verantwortlich wären, keinen Zugriff haben. Ganz genau, wegen diesem Immunprivileg. Ja, und gut, das ist jetzt mal der Bereich. Es gibt noch andere Problembereiche, insbesondere was jetzt die Pfizer-Spritze betrifft. Pfizer hat hier nicht nur dieses bakterielle Vervielfältigungsverfahren gewählt und dann das Rohmaterial nicht aufgereinigt. Pfizer hat noch eins draufgesetzt. Die haben hier zusätzlich virales Genom in die Vektoren eingebracht, und zwar von diesem sogenannten SV40, Simian Virus 40. Das ist eigentlich ein Virus, das Affen befällt. Das kennen wir seit den 60er Jahren. Damals hat man Affennierenzellen verwendet, um in diesen Affennierenzellen Polioviren zu züchten, die man dann wieder für die Polioimpfung als Rohmaterial verwendet hat.
Und jetzt ist es damals passiert, dass diese Affennierenzellen mit dem SV40 infiziert waren. Das wusste man vorher nicht. Und dann hat man mit der Polioimpfung auch diesen SV40-Virus, das Genom von diesem Virus hier injiziert. Folge war, dass es hier gehäuft zu Problemen kam, bis hin zu Krebserkrankungen, insbesondere Mesotheliome und Hirntumore, durch diese Verunreinigung mit diesem viralen Genom, durch die Kontamination mit diesem SV40. Jetzt, Pfizer hat sich dafür entschieden, diesen SV40 ganz gezielt in seine Vektoren einzubauen. Ja, also die Bakterien da damit auch anzufüttern. Warum? Weil dieses SV40 zum Beispiel massiv die Leserate des Genoms erhöht. Also wenn ich irgendwo im Genom SV40 einbaue, dann wird das Genom rund um dieses SV40 viel stärker, viel häufiger abgelesen. Für Pfizer absolut logisch, weil dann erhalte ich mehr Rohmaterial. Ne? Also wenn ich eine Bakterie hier mit dem Vektor versorge, dann baut die das Rohmaterial, das ich will. Wenn ich da noch SV40 reinschmeiße, dann baut die 30 Mal so viel. Der Haken dabei ist jetzt, dass dieses SV40 auch in diesen Rückständen drin ist. Das bedeutet, wir haben hier nicht nur das S-Genom in Form von DNA, sondern wir haben auch dieses SV40-Genom. Und dieses SV40 ist bekanntermaßen, also sowohl im Tiermodell als auch im Menschen, mutagen, Punkt 1, und Punkt 2, onkogen, also krebsauslösend. Bedeutet, in der Hinsicht sind die Pfizer, BioNTech, Pfizer, noch mal schlechter als die Moderna-Impfungen beispielsweise, weil die zumindest diesen SV40 nicht drin haben. Das ist auch bei den Behörden bekannt. Aber Also es das ist jetzt alles andere als verharmlosend. Also wahrscheinlich würdest du trotzdem auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 schädlich ist, Moderna als 10 einordnen und dann die anderen beiden als noch mehr als 10 sozusagen. ja, das wäre eine 12. Es ist zum Beispiel auch so, dass unsere Bundesbehörden, also zum Beispiel das Bundesamt für Risikobewertung und Verbraucherschutz, bereits in den 90ern hier Publikationen rausgebracht haben, wo sie sagen, wenn ich in einen Organismus SV40 einbringe, also in das Genom eines Organismus, dann ist das ab sofort ein genmanipulierter Organismus. Das ist quasi eine neue Spezies. Der muss auch entsprechend klassifiziert werden. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Labor einer Maus SV40 ins Genom bastle, dann ist diese Maus ab sofort nicht einfach mehr nur eine Labormaus, dann ist die Risikoklasse 1 genmodifizierter Organismus, sagt das Bundesamt für Verbraucherschutz. Wenn ich das jetzt mal auf unsere Situation hier übertrage, dann bedeutet das, dass wir hier in Deutschland irgendwas zwischen 50 bis 60 Millionen genmodifizierte Organismen haben, ja, als Mitbürger. Das heißt, rein amtlich, rein technisch sind das genveränderte Organismen. Das ist, im Prinzip ist das eine neue Spezies. Ja. Und das ist seit den 90ern bekannt. Also das ist jetzt hier nicht irgendwie wilde Theorie oder das ist uns gestern eingefallen. Das ist seit den 90ern bekannt. Und jetzt gehen die Behörden halt her und gucken weder nach, ob da SV40 drin ist, also von sich aus. Die gehen auch den Hinweisen nicht nach, dass das drin sein könnte. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, wo ich sage, wo hört Fahrlässigkeit auf und fängt Vorsatz an? Ja. Okay, das sind natürlich jetzt nicht so schöne Nachrichten, aber es kommt, glaube ich, noch einiges dazu. Und ja, welche Zusammenhänge sind auch noch neu jetzt zusätzlich zu dieser Sp beziehungsweise welche Folgen kann es noch haben? Du hast auch relativ viel über das Mikrobiom gesprochen in deiner Präsentation, die packen wir hier auch in die Videobeschreibung, da können sich die Leute das auch nochmal anschauen. Ich denke, doppelt hält besser.
Und da sind auch nochmal andere Aspekte drin, dann versteht man es vielleicht besser. Vielleicht kannst du noch was zu dieser Mikrobiom-Thematik sagen. Ja, also es sind zwei Dinge, die man jetzt außerhalb von den Genomveränderungen auf jeden Fall mitnehmen sollte noch. Das eine sind oder ist die Aktivierung von bestimmten Signalwegen durch dieses Fremdgenom. Die sind jetzt natürlich für einen Laien etwas exotisch. Da geht es um so Sachen wie C-Sting zum Beispiel, mTOR, P3K und so weiter. Diese Signalwege werden auf Dauer angestellt und die triggern unter anderem chronische Entzündungen, diese Beim Silent. mTOR weiß man es ja auch zum Beispiel von den Milchprodukten, oder? Da können es vielleicht einige herkennen. Genau. Also die triggern diese Silent Inflammation, die beschleunigen die Zellseneszenz, also die vorzeitige Alterung unserer Zellen. Sie schränken die Regenerationsfähigkeit ein und sie begünstigen Entartungsprozesse, also wieder die Entstehung von bösartigen Zellen. Und es ist natürlich so, wenn ich den Entzündungsmechanismus auf dieser Ebene habe, dann greifen wahnsinnig viele entzündungshemmende Maßnahmen relativ schlecht, weil die nicht so tief ansetzen. Ja, die wirken nicht auf dieser epigenetischen Ebene an diesen Signalwegen, sondern die wirken viel später, zum Beispiel bei den Immunzellen, die das dann irgendwann umsetzen. Das wäre dann quasi nur eine Symptombehandlung. Ja, absolut. Also diese Entzündungsmechanismen sind labortechnisch, zumindest mal mit einem Standardlabor, extrem schlecht identifizierbar. Also da kann es sein, ich habe einen Menschen, der ist hochgradig entzündet, der geht zum Arzt, der macht ein klassisches Entzündungslabor, BSG, CRP, Leukozyten und sieht nichts. Und dann kann es sogar sein, der Arzt gibt pro forma, damit der Patient Ruhe gibt, einen Entzündungshemmer und wir kommen auch nicht wirklich vorwärts, ja, weil der viel zu oberflächlich ansetzt. Also das ist das eine. Das andere ist, dass diese Plasmide, also diese Vektoren aus diesem bakteriellen Herstellungsverfahren, die gehen nicht nur sehr gern in unsere Zellkerne rein, sondern meine, die kommen aus Bakterien und diese Plasmide werden von Bakterien ja explizit genutzt, um untereinander genetische Informationen auszutauschen. Also sagen wir mal, Bakterie 1 entdeckt hier einen tollen neuen Resistenzmechanismus. Dann geht diese Bakterie her und sagt, boah, das müssen die Kollegen wissen und packt die genetische Information für diese Resistenz in ein Plasmid. Schleust das Plasmid aus, die Nachbarbakterie nimmt diese Plasmid-DNA auf und denkt sich, ja, stark, guck mal einer an, ne, und baut es bei sich wieder ein. Das heißt, diese Plasmide sind ja explizit von der Natur designt worden, um genetische Informationen zwischen Bakterien auszutauschen. Jetzt, wenn wir die Plasmide mit der Spritze in den Menschen injizieren, ja, wisst ihr, das ist nicht nur ein hohes Risiko, dass dieses Plasmid auch in Bakterien reingeht, sondern ich muss davon ausgehen, dass das der Fall ist. Alles andere wäre exotisch. Die Frage ist jetzt nur, in welches Mikrobiom ist da davon betroffen? Ja, also wir haben Mikrobiome natürlich im Darm, aber wir haben auch Mikrobiome an vielen, vielen anderen Stellen im Körper. Und jetzt kann es passieren, dass meine Bakterien aus meinem Mikrobiom, wo auch immer, dieses Plasmid aufnehmen, diesen Vektor aufnehmen und dann zwei Dinge tun. Erstens diesen Vektor vervielfältigen und wieder ausscheiden. Das heißt, im dümmsten Fall baut mein Mikrobiom dauerhaft diesen Vektor und mein Körper wird ständig damit verseucht. Oder zweitens, die Bakterien fangen an, das zu bauen, was auf diesem Vektor kodiert ist. Das wäre dann in diesem Fall das S-Protein. Das ist auch nicht erfreulich. Also wenn ich jetzt ein Mikrobiom habe, das hier ständig anfängt, S-Protein zu bauen, ja, da ist mir ein lebenslanges Leaky Gut sicher. Ja, aus der Nummer komme ich nicht mehr raus. Ich müsste quasi einmal das komplette Mikrobiom hier eradizieren. Das ist eine wilde Nummer. Sowas kann man machen mit Stuhltransplantation und allem drum und dran. Aber das sind ganz wilde, ganz exotische Behandlungsansätze. Das kriege ich nicht in der Fläche. Wenn man jetzt mal reinschaut, das Mikrobiom bei Gespritzten, das hat ganz typische Defizite. Oder umgekehrt gesagt, ganz wenig Gespritzte haben hier ein halbwegs normales Mikrobiom. Wir sehen hier riesen Schlaglöcher, insbesondere bei den Bifidobakterien. Und das ist eine ganz, ganz wichtige tragende Säule von meinem physiologischen Mikrobiom.
Das brauche ich einerseits für meine Immunregulation, für diese feine Balance zwischen Toleranz, ja, und Kompetenz. Ich brauche es auch für die Bildung von Butyrat beispielsweise. Butyrat ist extrem wichtig als Stimulus, um neue Mitochondrien zu bauen, um meine biologischen Barrieren zu pflegen. Also sei das jetzt die Darm-Blut-Schranke zum Beispiel oder die Blut-Hirn-Schranke, ist völlig wurscht. Ich brauche Butyrat auch als Brennstoff für meine Darmmuskulatur, ja, damit hier Peristaltik stattfinden kann. Und. Butyrat ist epigenetisch krebspräventiv und so weiter. So, und da kommt mir jetzt einer der wichtigsten Produzenten abhanden. Was passiert? Meine Barrieren gehen den Bach runter, Leaky, Punkt, 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 was auch immer. Das Leaky Gut, Leaky Brain, Leaky Hoden, da kann man sich raussuchen, auf was man hier abfahren will. Die Epigenetik wird schlechter, die Mitochondrienproduktion geht runter. Wie fühlt sich das an, ne? Nicht gut. Das Training meines Immunsystems lässt dramatisch nach. Ja? Also ich baue dann zwar neue Immunzellen, aber die werden nicht vernünftig ausgebildet, die sind nicht kompetent. Gleichzeitig verliere ich wichtige Toleranzmechanismen. Das heißt, mein Immunsystem einerseits ist nicht mehr in der Lage, tatsächliche Gegner effektiv zu bekämpfen. Und verlegt sich stattdessen drauf, alle Nase lang irgendwelche sinnlosen Entzündungsreaktionen zu starten. Stichwort Autoimmunprozesse, Allergien. Ne? Also ich habe das Schlechteste aus beiden Welten. Und meine Erfahrung ist, wenn Gespritzte hier dann Probiotika einnehmen, ja, also die haben jetzt ein Stuhllabor gemacht und das Labor schreibt, tut mir leid, wir konnten keine Bifidus finden. So steht das dann drin. Ne? Also Messwert null. Dann fangen die an, hier Probiotika zu nehmen, aber da wächst nichts nachhaltig an. Und das macht in der Gemengelage absolut Sinn, weil solange hier diese genetische Information rumgeistert, solange ich hier mit diesen Plasmiden zum Beispiel konfrontiert wäre, ja, wie will ich da rauskommen? Da nehme ich jetzt neue Bakterien ein, die erleiden das gleiche Schicksal und ich komme keinen Schritt vorwärts. Okay, das sind natürlich auch unschöne Neuigkeiten. Und generell nochmal, um die Problematik zu verdeutlichen, wie ganz am Anfang schon gesagt, bei dem speziellen S-Protein, was ja auch viele Schäden verursacht, das konnte man noch einigermaßen in den Griff bekommen mit einigen Substanzen oder Behandlungen oder auch das und seine Folgen sozusagen. Und jetzt diese ganzen Prozesse, die du jetzt erklärt hast, in Bezug auf den Zellkern, in Bezug auf das Mikrobiom, in Bezug auf die chronischen Entzündungsprozesse. Da siehst du jetzt eher schwarz sozusagen, dass man das wieder rausbekommen kann aus dem Körper. Weil wie auch jetzt gerade mit dem Probiotika gesagt, selbst wenn ich jetzt das, was fehlt, zugebe, verändert sich dadurch nichts, weil immer noch diese grundsätzliche Ursache da ist. Ja, also ich habe hier natürlich die letzten Wochen und Monate erheblich Gegenwind bekommen, ne? Also einmal von den Spitzenbefürwortern bei Ketzer Ja. und überhaupt und sowieso, aber auch jetzt, Aus den eigenen Reihen so ein bisschen. sage ich mal, aus den eigenen Reihen, weil das für Gespritzte natürlich gehäuft sehr unschöne Nachrichten sind. Und ich habe da so inzwischen ein bisschen das Etikett als Schwarzmaler und Berufspessimist. Ich leide voll mit den Gespritzten, wirklich. Und also ich bin der Letzte, der denen hier Schlechtes will oder Angst machen will oder sonst irgendwas. Ich habe mir jetzt die letzten Jahre wirklich den Hintern aufgearbeitet, um da zu sein und das Ja, zu retten, was zu retten ist. du hast ja auch immer nach den effektivsten Lösungen gesucht, Ja. was jetzt die vorherige Ist Thematik nur. anging, die Essgeschichte und so weiter. Ja, es ist jetzt nur so, wir sind jetzt hier an dem Punkt, wir reden hier über Mechanismen, die Stand der Dinge, also zumindest mal mit den Tools, die wir jetzt herkömmlicherweise haben. Es gibt aus meiner Sicht eine ganze Menge an gespritzten Menschen, die ein zunehmend flaues Gefühl haben, bei sich selber, aber auch im Umfeld, weil viele nach der Injektion hier Probleme entwickelt haben, Stichwort plötzlich und unerwartet und so weiter. Die Wiederholung ist geplant, die steht auf der Matte und die wird kommen. Die Frage ist nur, lassen wir das nochmal mit uns machen, ja oder nein? Überhaupt ein Kind zu bekommen, das Kind normal zu bekommen und dann ein gesundes Kind normal zu bekommen, das sind schon mal drei Hürden, die erstmal überwunden werden müssen.
selbstständig zu einem S-Protein-Spezialisten entwickeln. Also ich muss gucken, dass ich meinen eigenen Körper hier so top wie möglich durchsaniere. Da würde ich mich darum kümmern, dass ich hier körperlich eine optimale Ausgangslage herstelle, um hier die Erfolgsaussichten in jeder Form maximal zu erhöhen. Wir müssen diese Bereiche der Medizin jetzt endlich mal vernünftig kartografieren und für uns nutzbar machen. Ich kann nicht hergehen und sagen, das ganze Universum besteht aus Schwingungen und dann hergehen und sagen, naja, aber in dem Fall bringt uns Schwingungen nichts. Also das ist in sich nicht schlüssig. Ich denke, wir sollten noch darüber sprechen, Ihnen ein paar Inspirationen geben oder Anhaltspunkte. Was kann man machen? An wen kann man sich wenden? Welche Möglichkeiten gibt es? Ich habe gemerkt, wir mussten uns sehr, sehr vorsichtig ausdrücken. Einige Begriffe konnten wir nur umschreiben. Daher habe ich mich auch dazu entschieden, das komplette Video nicht auf YouTube zu veröffentlichen. Einiges mussten wir auch zensieren. Daher, wenn du das komplette Video sehen möchtest, unzensiert, in voller Länge, es folgt noch eine ganze halbe Stunde. Wenn du das sehen möchtest, dann klick einfach hier unten auf den ersten Link in der Videobeschreibung und dann kannst du es natürlich 100% gratis dir zu Gemüte führen. Aus meiner Sicht sehr, 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 sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen. Wir sprechen auch über das Thema der Lösungen oder potenziellen Lösungen. Teilt das Video auch sehr gern mit euren Liebsten. Aus meiner Sicht, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Video. Und wir sehen uns dann wieder im kompletten Video. Bis dahin, euer Sören. Ciao.